Willkommen zurück hier bei Let's Play The Last of Us 2. In der letzten Folge haben wir uns mit Abby auf den Weg zum Aquarium gemacht, wo wir hoffentlich Owen finden sollten. Ja. Ich sehe ihn tatsächlich, ja, ich sehe eher sie kritisch, glaube ich. Sie ist im Moment einfach immer noch so voll auf ihrem, naja gut, jetzt gerade halt nicht mehr, weil es ja schon vorbei so, aber bei dem Date war sie einfach noch so voll auf ihrem Rachetrip. Und ich weiß nicht, dass man das vielleicht nicht so geil findet, kann ich irgendwo verstehen. What the hell? Hallo. Eine Bakery, lol. Okay. Ich habe letztens tatsächlich auch so ein Video gesehen, das wurde mir vorgeschlagen, wie man angeblich alle Safes knacken kann, ohne die Kombination zu wissen. I don't know. Hätte ich mir das vorher mal angeguckt. Ich denke allerdings auch jetzt langsam wird es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, die Kombination zu knacken. Hier ist zum Beispiel wirklich überhaupt gar kein Hinweis bisher. Wahrscheinlich muss man hierfür irgendwie jetzt so diesen chinesischen Kalender auswendig können oder so. Oh. Ja, da bin ich an der Stelle, glaube ich, raus. Vielleicht finden wir hier irgendwo in der Nachbarschaft noch was. Hier geht es ja anscheinend überall rein. Was war das für ein Geräusch? What the hell? Erstmal schauen wir uns in aller Ruhe hier um. Das sieht für mich schon wieder nicht gut aus. Two down. Millions to go. Puh. Das war interessant. Immer noch keine neuen Hinweise, leider. Ich denke mal, die Hinweise werden jetzt allgemein auch eher subtiler und nicht mehr so offensichtlich, wie manche bisher waren. Ah, hier haben wir schon mal einen Zettel. Puh, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als
du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der Fedra einen Tipp über unsere kleine Rationen-Operation gegeben haben. Ich wette, es war Jayo, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut sein, darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in dem Safe gelegt. Die Kombination ist bla bla bla. Triff mich vorher in unserem alten Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf. Das sind aber mehr Zahlen. Nee, das sind nicht mehr Zahlen. Das ist einfach nur zusammengeschrieben. Weird. Ich frag mich gerade. What the hell? What is this? Kann man die nicht aufmachen? Relikt der Weisen. Ja, wir gehen erstmal zurück oder wir können hier auch noch nach oben gehen. Hallo. Noch ein Zettel. Meine Prophetin gewährte den Ältesten die Weisheit, die sie suchen, um uns zum Sieg gegen die Wolves zu führen. Vergib mir meine Schwächen, aber meine Zeit ist knapp. Ich bete, dass ich es bis zum Märtyrertor schaffe, um dir das zu bringen. Bitte behüte mein Kind, mach ihn glücklich, pass auf ihn auf. Es sind so viele gestorben, seit die Wolves den Waffenstillstand gebrochen haben. Ich bete, dass meine Familie den Lohn unseres Opfers erleben darf. Weird. Und schon wieder dieses Zeichen. Die Welt ist nicht im Gleichgewicht, doch ich habe meinen Teil getan, um das zu ändern. Du hast, wie das auch so ein bisschen so versetzt geschrieben ist, richtig weird. Du hast mich durch den Sturm geführt, jetzt muss ich ruhen. Möge der Sturm ruhig sein, mögest du mich heimführen. If you want your family safe, maybe don't join a death cult. Die Aussage halte ich für durchaus problematisch. Wenn man überlegt, wo sie gerade so drin ist. God. Das macht's irgendwie nicht besser. So, jetzt müssen wir einmal wieder kurz nach der Nummer gucken. Ich habe keine Ahnung. Das Relikt möchte ich mir jetzt auch nicht nochmal angucken. Aber das kann man doch aufmachen, das sieht man doch. Aber sie will nicht. Oh, ich habe es glaube ich schon wieder vergessen. Moment. Ich mache mir jetzt ein Bild davon. Voll die Verarsche, dass die das hier zusammenschreiben und bei den anderen immer so getrennt. Ja gut, ich wusste es doch noch, aber trotzdem, das ist mir... Nee. Mache ich mir lieber ein Bild. 68, 96. Und das letzte war 89, ja. Was ein Scheiß. So. Ein neues Buch. Okay. Okay. Ja, das brauche ich gerade eigentlich noch nicht. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, machen wir jetzt erstmal das. Auch lustig, wie der Kuchen hier irgendwie, also die müssen alle irgendwie so aus Styropor oder so sein. Irgendwie funny. Gut. Dann jetzt nochmal.
liegt auch so überall Zeug auf dem Boden. Sind das diese... Nee, das sind nicht diese Dinger, wo man sein Messer drauflegen kann. Merkwürdig, merkwürdig. Nee, nach unten müssen wir eigentlich gar nicht mehr. Simple was? Wardrobe, okay. Mann. Vorhin habe ich noch die ganze Zeit gegen den Typen gehauen. Ich würde sagen, dafür ist das jetzt zu spät. Lol. Doppelläufige Flinte. Ja gut, nehme ich mit. Habe ich kein Problem mit. Nee, das nicht. Nee, davon kann ich sowieso nur zwei mitnehmen. Irgendwie hat sich so... Ich dachte, es wird hier vielleicht weitergehen, aber irgendwie hat sich das nicht bestätigt. Mann. Oh, wir konnten doch die auf dem Tisch kaputt machen. Schade, mehr ging nicht. Okay, dann müssen wir da, glaube ich, hinten weitergehen. Das war hier tatsächlich mal halbwegs hübsch, glaube ich. Lol, einfach so ein Tempel für die Olle. Das ist funny. Oh, meine Prophetin, bitte gewähr mir, könntest du. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte, aber ich möchte dich bitten, segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihre selbstsüchtigen Wege abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. You want peace? Easy. Stay on your island. Es ist halt schon echt weird. Hier konnte man anscheinend draufschreiben, was man wollte. Meine Prophetin schenkt deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass diese Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können. That's a big ass, dude. Ich bin echt gespannt, ob wir die Olle nochmal sehen. Ja, ich werde hier jetzt nicht jeden Brief lesen, was die von ihr wollen. Ganz ehrlich, da habe ich gerade keine Lust zu. Aber was ist, wenn das irgendein Hinweis ist? Moment, wir gucken es uns doch an. Auch wenn das hier fucking weird ist. Aber das scheint auch irgendwas Asiatisches zu sein, oder? Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross, schnell und stark, einen neuen Sattel und neuem Zaumzeug. She's not a genie, dude. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel, meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit auf das Dorf nicht, für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeiten zu schenken, damit ich produktiv und mir Respekt verdienen kann. Damit ich produktiv sein kann und mir Respekt verdienen kann, so. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe zwei Wolves in deinem Namen befreit und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte entlass mich
bitte lass mich lang genug leben und zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Ja, der Olle. Was anderes fällt mir da irgendwie nicht zu ein. Ich denke, wir müssen da rüber. Dementsprechend schaue ich mich nochmal da hinten um. Das war so ein Nagelstudio-Ding. Muss mal kurz was trinken, das ist ziemlich viel. Danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Ska-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihre Leute nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing mit dem üblichen Ska-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als die blöde Louis reinkam und mich so angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als sie in eine andere Zelle gebracht hat. Als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die andere Wache sie beschimpft und herumgeschubst hat, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sage dir... Moment. Oh. Aber ich sage dir was, seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind. Aber sie hat etwas an sich, das einpackt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig, Sally. Isaac. You turned a crazy person into a martyr. Puh, ja, die ist halt crazy, ne? Aber ich find's weird zu wissen, dass man die mal bekommen hat. Und trotzdem ist sie jetzt anscheinend wieder auf ihrer Insel. So, how? Und why? Ja, nee, anzünden möchte ich das Ding jetzt nicht, danke. Moment. Ich habe gerade keine Waffe zum Hauen, lol. Dementsprechend konnte ich die auch nicht verbessern, weil ich keine Waffe hatte. Ich bin so ein Genius. So. Gerade finde ich die Stimmung allerdings tatsächlich recht schön. Meinetwegen kann das so bleiben. Ah, okay, hier wäre auch noch ein Weg gewesen, um da hochzukommen. Irgendwo schießen wieder irgendwelche Leute rum. Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Gate.
Wo sind die denn? Ah, ich glaube, die sind da hinten, oder? Wir können irgendwas herstellen, wieder solche Bomben. Ja, komm. Meinetwegen. Shit. Somebody bug you. There's a wolf here too. In that building. Fuck, wo? Da ist jemand. Fuck. Mann. Puh, die sind alle crazy. Fuck. Fuck. She's gone into that building. Kannst du bitte das fucking Medipack benutzen? Das war knapp. Okay, da ist wieder jemand. Okay, die sind wir für den Moment schon mal los.
soll denn hier jemand sein? Hier sieht es irgendwie anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also hier sieht es anders aus. Aber ich habe keine Ahnung, wo da noch jemand ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Hier fühle ich mich halt auch nicht wohl. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich habe die Vermutung, wir werden ihm halt gleich irgendwie in die Arme rennen. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen hier jetzt erstmal in dieses Milk Tea Ding rein. Wieso war hier schon wieder dieses Hörgeräusch, obwohl es halt einfach, obwohl man ihn nicht hört. So, das kann ich auch irgendwie voll nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Beim besten Willen. Nee, das ist er nicht. Ich wette, wir schleichen gerade einfach nur die ganze Zeit aneinander vorbei. Gut. Ich denke mal, ich würde aber auch an der Stelle dann einfach mal die Folge beenden. Ich dachte eigentlich, wir würden den jetzt noch umlegen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schon wieder dieses Hörgeräusch. Puh, kein... Oh. Okay. Ist der das? So. Das hast du dir verdient, Freundchen. Gut. Jetzt beende ich aber an der Stelle die Folge.
Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir uns um, ob hier noch mehr von denen unterwegs sind. Und ja, über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich auch wie immer sehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.